Heute erzähle ich euch mal die richtige Geschichte von meinem Umzug. Servus und Hallo bei Not Another Dog Show. Heute erzähle ich euch mal die richtige Geschichte von meinem Umzug. Also, man muss ein bisschen weiter ausholen. 2003 oder 2 oder was das waren, waren in Burg Rabenstein die Herbstnächte. Das war ein Gothic Festival. Nicht so groß wie das WGT, das Gothic Treffen in Leipzig. Und kleiner als das Mera Luna. Also kleine Bühne, kleiner Zeltplatz. Und kleine Burg und ja, sehr schön da. Und da war der Christian. Den Christian kannte ich aus Neukölln. Ja, er war damals schon ein bisschen älter und versuchte in der Gothic-Szene neu Fuß zu fassen. War auch kein Problem, ein netter Kerl zu dem Zeitpunkt. Dann treffen wir uns da auf dem Campingplatz in Raben. Und dann stellt er uns seine Freundin vor, die Tanja, und sagt, die zwei sind ein bisschen seltsam, also ich und Martina, im Gegensatz zu den ganzen anderen, weil wir ein bisschen in uns gekehrt sind und auch nicht jeden an uns ranlassen. Tanja ist eine super nette Frau und dementsprechend waren wir auch gleich nett zu ihr, ganz normal. Ja, ganz normal freundlich, tralala. Wie das Leben so spielt, wollte sie dann nach Berlin ziehen zu ihm und hat uns erzählt, sie kommt aus Schleswig-Holstein. Also ich habe ihr abgeraten, Martina hat ihr abgeraten, ganz viele andere aus dem Dunstkreis von Christian haben ja alle abgeraten. Sie hat einen jungen Sohn, der noch im Kindergarten war und auf keinen Fall sollte sie mit dem in so eine große Stadt ziehen, weil da kann nichts Gescheites bei rauskommen. Im Gegensatz zu dem, was man auf dem Land, wie die Leute auf dem Land sind. War vielleicht ein bisschen übertrieben und polemisch, aber trotz alledem ist es besser, Kinder nicht in der Stadt großzuziehen, sondern auf dem Land. Ja, sie hat sich ganz schnell dann entschlossen, doch nicht nach Berlin zu ziehen, sondern eben in dem Ort zu bleiben. Später hat sich dann herausgestellt, dass sie die Tochter von einem Freizeitparkbesitzer ist und da hat sie uns eingeladen, Urlaub zu machen, ne? Weil wir kaum Geld gehabt haben, wir konnten uns das halt nicht leisten, großen Urlaub zu fahren und da war das halt willkommen, das Geschenk von ihr. Und da sind wir einmal im Jahr dann hochgefahren, zu Besuch gekommen und tja, so habe ich halt dann auch den Sohn kennengelernt von ihr, der war damals vielleicht, wie alt wäre er gewesen, sein 4. Und so halt jedes Jahr, wenn wir da waren, haben wir uns halt zusammen beschäftigt, sind mal in der Weltgeschichte rumgefahren und haben halt auch Playstation gespielt und so Sachen. Und da muss er dann schon aber 12 gewesen sein oder so, wo ich zu ihm gesagt habe, wenn du mal alt bist, wenn wir mal älter sind alle, nicht in Rente muss und so, Martina und seine Mutter langsam, dann kann er ja für uns sorgen. Das war nur so ein Spaß dahin gesagt. Und er hat dann ja gesagt. Naja, und als er 18 geworden ist, haben wir uns halt dann das letzte Mal gesehen. Da ist er dann nach Amerika, nach Hawaii. Da hat er studiert. Und seine Mutter ist da auch mit und dann logischerweise, wenn dann die Kinder aus dem Haus sind, hat sie halt dann auch mehr Freizeit wieder und hat halt mehr mit ihrem Kram zu tun gehabt und wir sind halt auch nicht mehr zu Besuch gekommen. Es hat sich alles ein bisschen so zerlaufen. Naja, und eines Tages schreibt er mich halt an, also Kontakt blüht wieder auf über Facebook, Instagram, YouTube. Guck doch mal die Videos, ne, Reik? Er hat mir auch dieses Mikrofon hier gesponsert. Ja, und dann, als Covid-19 ausgebrochen ist in Deutschland und die Pandemie losgegangen ist,
hat er mich eingeladen. Er sagt, hey, kannst bei uns arbeiten im Park und kannst bei uns oben ein Haus haben. Günstig, also das heißt günstig für die Gegend hier, denke ich mir, ist das günstig. Und für das, was ich in Berlin für die Wohnung gezahlt habe, im Vergleich zum Haus, das bloß von der Quadratmeterzahl ein bisschen größer ist, aber vom Grundstück her riesig, ist das halt, ja, was soll ich denn sagen? Das ist ein Sechser im Lotto für mich. Hartz-IV-Empfänger, der in Berlin keine große Chance mehr hat, einen Job zu finden, 30% anerkannt zur Schwerbehinderung durch die Erkrankung, mein Alter macht es schwieriger, weil alles so eine Leistungsgesellschaft ist. Und das ist halt hier dann nicht so der Fall. Trotzdem bringe ich halt, versuche ich halt mal Leistung zu bringen. Ich bin gefördert von der Bundesagentur für Arbeit. Das Jobcenter hat mir den Umzug bezahlt. Ne? Ja, genieße ich das halt vollkommen, dass ich hier, dass der Reik mir meinen allergrößten Traum erfüllt hat. Ein Häuschen oder ein Haus in Norddeutschland, weil es mir halt da besser gefällt, ne, als im Süden. Ich mag die Berge nicht so gern. Hier ist zwar ein bisschen hügelig, aber das ist nichts gegen das, was in Bayern ist. Überall ist da ein Hügel da und musst irgendwo mit rauf und runter. Und ich mag das halt flach und weit schauen können. Und hier kannst du extrem weit schauen. Das ist halt etwas, wow. Ha? Das ist eher so, sagen wir mal, ein Viertel des Ecstasy-Feeling und das die ganze Zeit und das von Natur aus. Ja? Das hat er mal halt einfach mal so ermöglicht, weil er die Möglichkeit dazu hat. Ja? Ich finde es halt super geil. Mir geht es echt gut. In der Miete ist Internet mit drin, Strom. Von daher kann ich es eigentlich nicht besser treffen. Tja, Leute, jetzt wisst ihr es. So bin ich dazu gekommen, hierher zu ziehen und nochmal Arbeit zu kriegen. Und haben Arbeitgeber, der weiß, dass ich medizinisches Cannabis brauche. Und weil ich jetzt wirklich bloß 10 Minuten zur Arbeit habe, kann ich mit dem Fahrrad in der Mittagspause und in den kleinen Pausen, ich habe drei Pausen, schnell nach Hause zischen, ab Bonk ziehen, wieder hinfahren mit dem Fahrrad. Ich brauche 5 Minuten vom Arbeitsplatz, was ich mache gerade, zack, zu mir nach Hause, die Bonk ziehen, die habe ich schon vorbereitet, bereite gleich die nächste vor und fahre wieder in die Arbeit. Das dauert 5 Minuten. Wenn es hochkommt, 8. Ja, dann habe ich noch eine Katze gestreichelt beim Rausgehen. So, Leute, das war's für heute. Peace out.